wöchentlich Standards, also Standards trainieren. Ah ja, stimmt, ich habe 225.000 Transferbudget. Jochbeinbruch. Defensives Mittelfeld. Eigentlich genau das, was ich mit den Scouts gesucht habe. Mal ein Vorgespräch hier mit dem Kühnler. Und mit dem Nico. Weißt du, was ich bei den Trainingslager kam, so ein bisschen irritiert? 28 ist fast schon Rente, wenn er für zwei Seasons noch hier rumlungert, ganz gut. Neue Mitarbeiter suchen. Bin ich ein bisschen irritierend, weil... Also erste Mannschaft, Betreuerangestellte fehlen. Ah, da kann ich sogar sehen. Schwache Position. Offensives Mittelfeld. Offensives Mittelfeld, Rechtsfüßler. Gucken wir eben die Auslastung nochmal an. Marketingmanager fehlt auch noch einer. Beschenken wir mal unsere Fanclubs. Weil die Vorschläge von unseren Typen sind gar nicht so gut. So, Engelmann, weil du das Spiel deines Lebens hattest, wirst du einfach mal die Leute besuchen. Wobei, das kann die Abteilungsleitung machen. Sollte die Fanbetreuung machen. Wenn die am Ende zu viel kostet, sind die dran schuld. Sponsorenverhandlung mache ich weiter. Stadionausbau kann ich mir eh nichts leisten. Sie sollten Sport treiben, damit ich nicht tot umfalle. Ihre Feinabteilung würde begrüßen, wenn ein Spieler geschickt wird. Das habe ich doch gerade erst gemacht. Ich weiß übrigens nicht, warum ich gesundheitlich die ganze Zeit völlig fertig bin.
Der Spieler weiß ihre Zeit zu schätzen. Ich kann mir einen Wechsel vorstellen, meint er, aber es ist jetzt nicht so, dass ich unbedingt weg möchte. Ihr Interesse ehrt mich auf jeden Fall. So, Organisationsleiter. So. Ich war am besten Stufe 7 oder Stufe 6. Das ist so in der Gehaltskategorie, die ich mir vorstellen kann. Sauerland, sofortiger Wechsel für 1,3 Millionen. Kann ich verstehen. 23 Jahre alt, ganze Zukunft noch vor sich. Ja, die wollen mir alle die jungen Spieler wegkaufen. Aber was bringt das, wenn ich niemanden mehr im Kader habe? Ich sehe dann eh, wenn ich anfange, Leute zu verkaufen in meinem Team, endet das so. Ach, Golz ist jetzt krank. Gerade wollte er doch. Ist doch egal. Sie können nicht zur Arbeit, sie müssen einen Tag aussetzen. Die letzte Woche haben sie ein bisschen gestresst. Kreislaufprobleme. Ich mache, glaube ich, zu wenig Sport in der Woche. Ein Mitarbeiter hat gekündigt, weil seine Abteilung komplett überlastet ist. Wir machen nur noch Überstunden. Tja, so viel dazu, dass man am Anfang nicht mehr als die Standardmitarbeiteranzahl braucht. Also das sollte eigentlich ein Sieg sein, sicher. Hoffe ich. Wir bleiben auf offensive Ausrichtung. So, ganz normales Spiel, machen wir es professionell. Springt nur so hoch, wie ihr müsst. Dennis Grotte meditiert, ist kaum ansprechbar. Freistoß. Kopfball vorbei. Ach, ihr Versager. Also mich stört nicht, wie das Tor gemacht wird. Hauptsache ist drin. Das sah aus, als wenn Torwart gelupft wurde. Noch ein weiter Pass. Engelmann, Kopfball, Konde, Fallrückzieher, Innenpfosten. Gefahr beseitigt. Was für ein Scheiß. So. Jetzt macht euch keinen Stress.
guck, 3-2, jetzt könnt ihr defensiv spielen, wir bringen das jetzt einfach nach Hause, wie man so schön sagt. In der Altherrenliga hast du übrigens eher mal einen Fallrückzieher, weil die Leute noch Risiko eingehen. Engelmann spielt wieder ein super Spiel. So, Hahn, wo bist du? So, freut sich über das Lob. Es geht zum Aufstieg. Nach 3 Spieltagen. Ach, Lippstadt. Versucht es gar nicht erst. Haben wir euch geschenkt. Engelmann for President, ey. Willst du die anderen Spieler nicht auch mal spielen lassen? Fallrückzieher-Tor von Hahn, den ich vorhin noch gelobt habe in der Halbzeit. Saison läuft. Und ja, ich sollte auch mal andere Spieler spielen lassen, weil das für deren Trainingsfortschritt ja ganz gut ist. Aber wir führen die Liga schon an. Pascal Maskin hat eine Mannschaft zusammen, der man wirklich gerne zuschaut. Engelmann ist schon wieder im Kick-Kader vorne und Alex Hahn hinten in der Hauptaufstellung. Die Einstellung passt, das Spiel macht richtig Bock auf mehr. Ja, Grotte, ich glaube, der Dennis Grotte war doch irgendwas, dass er Grippe hat oder Krankheitssymptome. Hat schon 25% Fortschritt bei der Fähigkeit kurze Pässe gemacht. Dann soll er das doch lernen. Nutzt mal den Aktions... So, Beliebtheit, Spieler, 78, Fans mögen mich, Präsidium mag mich auch. Ah ne, Golz hat die Grippe. Wir reden mit euch beiden.
Ja, brauchen wir erstmal zwei. Aber ich. Das ist eine Sache übrigens, die ich nicht verstehe. Wo war Human Resourcing? Geht alles nix? Rede halten. Rede an die Mitarbeiter. Kann nur schief gehen. Kein freier Kaffee. Heizung runterdrehen. Eltern waschen Trikots der Jugendmannschaften. Mannschaften duschen kalt. Ach, es ist so toll, einen Sportverein zu leiten. Budgetänderung. Ich denke mal, das kann ich vergessen. Scheiße. Dieser Button müsste ausgegraut sein. Alle Neugeborenen in Essen bekommen einen RWE-Strampler. So, da ist ja alles okay. Aber immer noch nicht sicher, meine Gesundheit ist im Arsch. Weil ich nicht weiß, wie ich Sport in meine Woche einfüge. Persönliches, gut zu wissen, auf einen Blick alle persönlichen Informationen. Dies betreffen Ihre aktuellen Status im Verein und auch Ihre gesamte Karriere. Wichtig ist es, dass Sie in der Planungsphase rechts oben in der Haupt-UI immer Ihre Gesundheit überwachen, gegebenenfalls auch mal etwas weniger Arbeit, ansonsten drohen krankheitsbedingte Ausfälle. Wie kann das sein, dass ich so viele Stunden arbeite? Weil so sagt er mir, es ist eine erholsame Woche. Wenn ich die Woche durchlaufen lasse, bin ich voll im Eimer. Vielleicht bist du einfach nicht belastbar. Mein Vertrag läuft aus, aber ich bleibe hier, solange der Verein das will. Wir arbeiten daran, dass die Arbeitsbelastung auf ein Normalmaß gesenkt wird. Ihre Rede wird positiv aufgenommen und steigert die Motivation des Mitarbeiterteams. Und jetzt zwei Saisons mit der gleichen Anzahl von Menschen durcharbeiten. Das ist Führungsetage. Wir wollten noch mit Ihnen reden über... Nein... Warum ist er bei meinem Besuch überrascht? Ich habe bis jetzt alle kranken Spieler besucht. Diagnose Unpässlichkeit. Ist das schlimmer als im normalen Arbeitsmarkt? Adduktorenzerrung. Den Muskel muss ich erstmal googeln.
werdet doch nicht alle krank in der Woche. Ich glaube, ich habe schon den vierten Kranken. Heißt Unpässlichkeit nicht, dass du Magen-Darm hast. Denken die anderen Leute eigentlich, dass ich das Geld habe für die Leute? Wenn sie mir Spieler anbieten? Ah, wir haben gehört, da hat ein Vierligist ein bisschen Geld. Versuchen wir, den Spieler aufzuschwatzen. So, 20% Fortschritt in der Fähigkeit Zweikampf. August 15. Freundschaftsspiel und direkt am nächsten Tag. Das verstehe ich übrigens nicht, warum der Manager mir empfiehlt, Freundschaftsspiele zu machen. Und es ist halt einfach nur super belastend fürs ganze Team, an zwei Tagen zu spielen. Potenzielle interessierte Vereine. Aber ich will bei meinem Verein bleiben. Ich soll diese Woche lieber gar nichts machen. Ja, ich habe das mit Sporttreiben gesehen. Sporttreiben oder wir machen eine Party. Lass einfach die U21 kicken. Wenn es denn eine U21 geben, also ja doch. Nee, wir haben gar keine U21, U19 und U17. Und der Svetler. Na komm, ein bisschen Zeit hast du noch. Vor allem, Moment mal. Oh, ich klicke manchmal aus Versehen raus. Eine Party montags morgens ist vielleicht nicht so geil. Wobei keine Stunden an der Seite sind. Athletiktrainer neu besetzen. Ich hoffe, Unpässlichkeit ist einfach nur ein Tag. Ihr Jugendspieler freuen sich sehr, dass sie ihr Training beobachten. Das ist für sie ein großer Ansporn und wird ihre Entwicklung positiv beeinflussen. Ihre Ultras haben eine neue Autobahnbrücke mit einem 20 Meter langen Vereinsnamen besprüht. Ein Buchstabe ist falsch herum. Man ist extrem unzufrieden mit meiner... was? Meine Bannerwerbung, die sind unzufrieden mit mir? Warum? Was soll ich noch machen?
Ein Freundschaftsspiel, ne? Da kann man die Jugend mal spielen lassen. Nein, das ist der vierte Spieltag. Verdammt, das ist der vierte Spieltag. Weißt du, wo ist mein... Moment, dann setz wieder zurück. Entschuldigung. Ich dachte, ich hatte zuerst noch einen... wann war denn das Freundschaftsspiel? War das schon? Ich bin so durcheinander. Ich dachte, ich habe das Freundschaftsspiel vor dem vierten Spieltag und nicht umgekehrt. Passt alles schon. Wir sind unangenehm und haben nichts zu verlieren. Wobei, spring nur so hoch, wie ihr müsst. Weil Gegnerteam wirkt jetzt nicht stark von der Teamstärke. So, mal sehen, wie es laufen wird. Komm, Standards habt ihr noch trainiert die Woche, was ich noch weiß. Das weiß ich. Und drin. Engelmann, Torschützenkönig, Liga West. Engelmann macht sie alle nass. Moment, dann wollen wir Engelmann direkt nochmal loben. An sich, alle sind fit. Ist ja auch kein Stress gerade. Simon Engelmann fand seine Leistung okay. Ja, du schießt halt wieder das Eröffnungstor. Du kannst doch nicht sagen, deine Leistung ist okay, machst doch ein gutes Spiel. Hätte ich mal nicht gelobt, hätte er mehr geleistet bei dem Schuss. Aber eine Frage habe ich bei dem Spiel. Warum hast du keine Frauenmannschaft? Weil Frauenfußball... würde ich nicht sehen. Entschuldigung. Frauen-WM oder EM habe ich schon geguckt mal, aber ich finde es halt nicht so prickelnd. Was ist das denn? Hat sich ein 12-Jähriger auf den Platz geschlichen?
Was? Ich kann doch sagen, dass mir Frauenfußball einfach nicht gefällt. Ich finde, Männerfußball hat eine gewisse stärkere Dynamik. Konter, Bergisch Gladbach. Lass das. Ja, weißt du, warum Frauen beim Frauenfußball mehr wegstecken als Männer beim Erstligafußball? Weil das eine andere Ausrichtung ist. Frauenfußball, ich bin jetzt mal ganz fies, ist halt so, als wenn du Drittliga guckst. Also von dem Körpereinsatz. Die verdienen alle ein Apfel und ein Ei und wenn die verletzt sind, ist das mal nicht so schlimm. Und so gehen die auch daran. Das Fairplay ist im Frauenfußball auch nicht so groß geschrieben wie bei Männern in den höheren Ligen, weil nicht ständig eine Kamera mitläuft. Ein paar Vereinsspieler kannte ich ja damals noch, die so dritte, vierte Liga gespielt haben oder dann irgendwelche U-Schießmach. Deshalb, es ist okay, also ist es vollkommen okay, dass Frauen- und Männerfußball gibt, aber ich kann auch nachvollziehen, warum das Interesse da nicht so groß ist, wie wie bei Männerfußball. Wird es auch wahrscheinlich nicht werden. Engelmann wieder, Kickeraufstellung, Front, bester Stürmer. Ist auch Torschützenkönig mit 7 Tore. Und der sagt, ich spiele ganz okay. Also ich habe nichts dagegen, dass es den Sport gibt, aber ich finde es halt nicht so interessant, mit also Frauenfußball zu gucken. Und bei Männern gucke ich auch nur WM und EM. Da, der hat wirklich Magen-Darm, also ist Unpässlichkeit nochmal eine andere Krankheit. So, jetzt sind wir ein Freundschaftsspiel. Jetzt können wir regelbasierte Aufstellungen mal machen mit Jugendarbeit. Sind faire Sportsleute, ich will keine gelben Karten sehen. Immer Vorsicht offensiv, zielgerichtetes Pressing, Gegenpressing, hartnäckig, das passt schon alles. Rot-Weiß Essen, Teamstimmung wütend. Hä? Freuen sich aufs Spiel. Also wir lassen jetzt die jungen Kids mal spielen. Engelmann darf mal von der Bank zugucken. Außer wir verkacken die erste Halbzeit und hängen zurück, wie es jetzt schon der Fall ist, dann würden wir Engelmann nochmal reinholen nach der Halbzeit. Engelmann macht alles. Erster Spielername, den ich mir jetzt merken werde. Thank you.
Aber kriegt er echt eine gelbe Karte? Teamstimmung ist konzentriert. Einen Satz für zentrales Mittelfeld habe ich nicht. Nach rechts Außenverteidigung. Raff. Das kannst du besser. Ich gehe nach der Benotung. Akzeptiert die Kritik. Wir verändern mal nichts, es ist ein Freundschaftsspiel. Gibt es bald Engelmann-Fan-T-Shirts? Wenn der Torschützenkönig wird? Ja. Geht doch. Als Stürmer ist einfach, sobald du ein Tor schießt, geht deine Benotung hoch. Jetzt warst du ein guter Stürmer. Als Verteidiger bewertet werden, schwierig. Ich sehe aber, dass unsere Verteidigung richtig mies dran ist mit den Werten. Sehr schön. Jetzt macht Spaß. Jetzt macht Spaß. Und noch einer. Ach, ihr seid super. Geil, wie das Icon wegfliegt. Toll, Handspiel. Elfmeter, ihr seid so Bananen, ey. Ihr werdet zu Recht richtig schlecht bewertet. So, kein Stress mehr. Jetzt ist die Sache eh gelaufen. Flugkopfball, Tor. Freundschaftsspiel durch. Tore, Tore, Tore. Distanzschüsse, Training hat zugenommen. Ihr Netzwerk hat sich erweitert. Dies bedeutet, dass sie in dem betroffenen Land schneller Spieler scouten können. So reduzieren sie ihr Risiko, dass Neuverpflichtungen nicht wie gewünscht einschlagen. Ihre Kenntnis über die Spieler in Deutschland hat sich verbessert durch neue Kontakte. Danke, euer Jürgen. Ich sag mal, es heißt euer Jürgen fürs Folgen.